Man hat dann so viele Dinge im Hinterkopf und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und dadurch ist das Arbeiten dann in gewissem Maße auch angstbesetzt, dass man sich gar nicht mehr richtig rantraut. Und je mehr man aufschiebt, desto unangenehmer wird jede Aufgabe natürlich. Bücher zur Selbsthilfe behaupten, das Streben nach Perfektion sei der Grund für chronisches Aufschieben. Doch die Untersuchungen in Münster können das nicht bestätigen. Hauptgrund ist vielmehr Angst vorm Versagen. Und dann gibt es noch ein Konstrukt, das uns häufig hilft zu erklären, warum Leute prokrastinieren. Das ist das sogenannte Self-Handicapping. Man nimmt freiwillig Hindernisse in Kauf, um danach erklären zu können, warum die Leistung nicht so gut war, wie man eigentlich wünscht, dass sie sein sollte. Das heißt, man schützt den eigenen Selbstwert, indem man es sich erschwert, eine gute Leistung abzugeben. Ein paradoxer Trick. Die Ausrede dabei: Was man auf den letzten Drücker noch ganz passabel hinbekommt, wie gut wäre es erst geworden, wenn man mehr Zeit gehabt hätte. Man macht sich zum Helden, der unter Zeitdruck Großes vollbringt und muss sich nicht als Versager fühlen, wenn es schief geht. Keine besonders effiziente Strategie. Spätestens dann, wenn es um wirklich wichtige Projekte geht. In Münster geben die Therapeuten den Betroffenen verschiedene Methoden an die Hand. Damit lernen sie, Arbeiten kontinuierlich und direkt anzugehen. Eines der Modelle schränkt die tägliche Lernzeit extrem ein. Auf zunächst 2x20 Minuten am Tag. Mit erstaunlichem Erfolg. Es führt letztlich dazu, dass die Teilnehmer sich klar werden, es ist nicht so, dass ich ständig ein schlechtes Gewissen haben muss und eigentlich ständig arbeiten müsste, sondern es führt letztlich dazu, dass die Teilnehmer Lernzeit viel kostbarer empfinden und wirklich den Eindruck haben, jetzt ist die Zeit, jetzt ist, kann ich lernen, darf ich lernen, statt ich muss lernen. Eine weitere Methode ist der sogenannte Selbstvertrag. Die Betroffenen gehen mit sich selbst eine verbindliche Verpflichtung ein über ihre Arbeitsziele. Konkret und klar mit Unterschrift. Mit dem Ziel, sich selbst einem realistischen Zeitmanagement zu unterwerfen. Wie können Sie es schaffen, pünktlich zu beginnen? Wie können Sie es schaffen, inhaltlich und auch den zeitlichen Rahmen Ihrer Arbeitseinheiten realistisch zu planen? Und wir machen ganz viel über Selbstbeobachtung und Arbeitsplatzgestaltung. Also ganz unterschiedliche Dinge. Die Therapie zeigt erste Erfolge. Plötzlich gehen Aufgaben reibungslos von der Hand, die manchmal schon Jahre vor sich hergeschoben wurden. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass das sehr positiv war und ich da jetzt auch mit meinen Arbeiten viel besser vorankomme. Hatte auch einige Erfolgserlebnisse. Mir hat es wirklich sehr geholfen. Kein schlechtes Gewissen mehr haben. Sich nicht als Versager fühlen. Nach der Therapie schaffen es auch hartnäckige Aufschieber. Endlich anfangen und zu Ende bringen, was schon lange drängt. Nicht morgen, sondern heute. Die Diagnose Prokrastination wird von Krankenkassen leider noch nicht anerkannt. Deswegen gibt es auch noch keine Gelder für Forschung oder Therapie. Da muss schon die pathologische Aufschieberei in eine Depression münden, um professionelle Hilfe bekommen zu können. Ja, solange Pierre nicht da ist, haben wir noch die Zeit für einen Kaffee. Mhm. Ist das jetzt auch eine Form des Aufschiebens? Nein, das ist ja eher eine Auszeit, wo jemand anders uns schiebt. Und ich denke, dass es genau das Thema ist. Manchmal schieben wir selber, manchmal werden wir geschoben. Gibt es da noch soziale Unterschiede? Ist jetzt dieses Phänomen verbreiteter unter Hartz-IV-Empfängern oder unter Managern? Kein Muster. Wir können über die reden, die bei uns sind. Geht über alle Schichten, über alle Rollenebenen, die die Menschen haben. Es ist eher sogar so, dass Leute, die sehr stark eingespannt sind, viel mehr vielleicht fremd aufgeschoben werden und viel mehr das Problem haben, überhaupt da einen Rhythmus noch zu finden. Also wir haben bei uns im Coaching alle Arten von Leuten da. Ist Prokrastination eigentlich ansteckend? Hochgradig. Hochinfektiös. Das hängt davon ab, wenn ich in einer bestimmten Branche bin, dann ist es so, dass in dieser Branche auch ein bestimmter Rhythmus drin ist. Wenn alle meine Berufskollegen außenrum auch die Aufschieberitis haben, weil es in der Rolle drin steckt, im Thema, so wie wir jetzt warten auf Pierre,
dann werde ich mitgeschoben und dann fange ich auch an, gewisse Rituale zu erlernen, mitzuübernehmen eventuell und sie auch in mein Muster einzupflegen. In einem Zeitalter, in dem man eigentlich immer erreichbar ist, immer die Möglichkeit hat, zu reagieren via Internet, via Handy, ist das auch ein typisches Phänomen unserer Zeit? Wird es vielleicht sogar zunehmen, die Aufschieberitis? Wir nehmen es deutlich wahr. Ja, es nimmt zu. Typisches Phänomen, es läuft eine Sitzung, ein Projekt. Man muss danach etwas erledigen, hat eigentlich eine Aufgabe, bei der man sich kreativ oder irgendwie Gedanken machen sollte. Und es gibt praktisch keine Luft, das Meeting abzuschließen. Man geht raus, BlackBerry angemacht, man ist eigentlich nie da, wo man ist. Und es wird in der neueren Zeit notwendiger, Zeithoheit zu kriegen und auch die Stopptaste zu drücken. Man muss sich also Zeit nehmen, um sich Zeit zu nehmen. Gerade heute ist Zeit ein wertvolles Gut. Diktiert sie uns oder diktieren wir sie? Ein Leben im Zeitraffer. Der moderne Mensch ist immer unter Zeitdruck. Alles muss schneller gehen. Nicht Geld, nicht Macht, sondern Zeit regiert die Welt. Das ist das Fazit des Soziologen Hartmut Rosa. Seine Untersuchung der Zeit ist eine monumentale Theorie der Moderne. Also ich denke, dass sich die Zeitmuster und die Zeithorizonte und auch die zeitlichen Erwartungsstrukturen in dieser Gesellschaft entschieden verändert haben. Also mit dieser Gesellschaft meine ich die moderne Gesellschaft, wie sie in den letzten 200 Jahren entstanden ist. Und die Hauptveränderungstendenz würde ich als Beschleunigung beschreiben. Das heißt, Menschen haben das Gefühl, dass die Dinge viel schneller vergehen und sie haben zugleich das Gefühl, dass ihnen die Zeit geradezu ausgeht wie ein Rohstoff. Zeit so wertvoll wie Gold. Wir haben nie genug Zeit für all die Dinge, die uns interessieren, die wir noch erledigen wollen. Unsere Welt ist voller Möglichkeiten, doch fehlt uns die Zeit dafür. Die Zeit, Dinge zu Ende zu bringen. Denn wir sind zeitlich insolvent. Temporalinsolvenz ist ein Begriff, von dem ich glaube, dass er sehr gut ein Gefühl beschreibt und trifft, das ganz viele Menschen kennen, dass sie nämlich im Prinzip in zeitlicher Hinsicht zahlungsunfähig werden. Also die ganzen Verpflichtungen, die ich eingegangen bin und auch die Erwartungen, die man legitimerweise an mich richten kann, würden, selbst wenn ich Tag und Nacht arbeite, so viel Zeit, Ressourcen auffressen oder benötigen, dass ich sie nicht mehr bedienen kann. Und so ist falscher Umgang mit der Zeit ein Hauptgrund für das Aufschieben von lästigen, aber notwendigen Arbeiten. Wer versucht, zu viele Dinge gleichzeitig zu tun, wird zwangsläufig immer irgendetwas aufschieben. Wir sind Sklaven von Zeit und Terminen. Manche erledigen wir lieber, andere sind uns von außen aufgezwungen. Wir müssen uns ständig entscheiden, was hat Priorität? Was ist mir eher lästig und soll warten? Also Prokrastination entsteht in einem Spannungsverhältnis zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung. Nämlich dort, wo ich einerseits das Gefühl habe, ich bin voll verantwortlich für meine Nutzung der Zeit und für das, was dabei rauskommt. Andererseits aber dauernd von außen bestimmt werde durch das Andrängen des Kurzfristigen und dessen, was nicht aufschiebbar ist. Neugier und die Angst, etwas zu verpassen, treibt uns an. Die Welt ist dynamischer geworden. Immer mehr strömt auf uns ein. Doch der Tag hat nach wie vor nur 24 Stunden. Die Welt fordert täglich neue Entscheidungen von uns und überfordert uns damit. Und so wird nur erledigt, was wirklich drängt. Anderes wird aufgeschoben. Erst wenn der Druck zu groß wird, wird gehandelt. Das kann man in Unternehmen beobachten, das kann man in der Politik beobachten, an Universitäten. Es werden sozusagen immer Feuer gelöscht. Also wir alle kämpfen ständig damit, das Wichtige und Unaufschiebbare und Dringende zu tun. Und langfristig wichtige Dinge, Klimaerwärmung wäre ein gutes Beispiel, das wird immer wieder aufgeschoben. Höchste Zeit zum Nachdenken. Darüber, was die eigentlichen Prioritäten sind. Denn die Zeit läuft, gnadenlos und unerbittlich. Was aufgeschoben wird, bleibt liegen. Stopp! Die Lösung könnte sein, entschleunigen und entscheiden, was wirklich wichtig ist.
den eigenen Rhythmus finden und die bewusste Entscheidung, auf Dinge zu verzichten, statt sie immer nur aufzuschieben. Denn weniger bringt am Ende oft mehr. Pierre? Ja, wo bleibst du? Die Sendung ist gleich vorbei. Hey, wie, du siehst mich nicht. Hey, dann müsste ich dich doch auch sehen. Ich bin hier. Ha. Mhm. Und wo ist das Wissensmobil? Das ist bei der Reparatur. Wir haben das rechtzeitig nicht durch hingekriegt. Ach, die Werkstatt ist schuld? Ja, genau. Ja. Du hast das einfach, ja, du bist ja geblieben. Ich habe mich den ganzen Tag unter Druck gesetzt. Ich habe alles erledigt. Ich habe das. Ja, also das Leben ist kein Ponyhof. So ist es. C'est la vie, oder ja, was? Genau. Und wir brauchen jetzt eine kleine Pause. Ach, du auch vielleicht, oder? Ach, ich darf jetzt auch mal eine Pause machen. Ja, natürlich. Ach, das ist aber nett. Das schon. Wollen wir? Ja, ja, ja. Madame. Tschüss. Au revoir. Prochain. Rumgefaulen, feste Pferde. Was hast du den ganzen Tag gemacht? Natürlich, du hast dir einfach den Schütz. Schlechte